SPD Limburg im Gespräch im neuen Parteibüro der SPD in der Fleischgasse in der Limburger Altstadt. Heute mit Mario Sahn, unserem Bürgermeister. Unser Thema für heute ist Wohnungspolitik und Bodenpolitik. Scheinbar zwei getrennte politische Bereiche, aber die unmittelbar miteinander verbunden sind und meistenteils zugunsten der Wohnpolitik vernachlässigt wird. Aber bevor ich mit dem Thema anfange, Marius, ein ganz anderes Thema. Wenn ich morgen zurückrechne, und zwar 5 Monate zurückrechne, ist das der Tag, an dem du wiedergewählt worden bist als Limburger Bürgermeister. Nach einem harten Wahlkampf und einer Stichwahl waren wir alle froh, dass du mit einem deutlichen Abstand gegenüber deinem Mitbewerber gewonnen hast. Und ich möchte mal deine Gefühlslage abfragen, wie du dich heute fühlst als wiedergewählter Bürgermeister, und dich auch ganz kurz bitten, in knappen Sätzen dein Programm oder deine Schwerpunkte für die nächste Amtsperiode darzustellen. Ja, die Gefühlswelt ist so, ich freue mich auf die nächsten 6 Jahre. Das wird eine wichtige Zeit für Limburg. Wir werden viel verändern müssen, um auch zukunftsfähig zu sein. Bin aber überzeugt davon, dass uns das gut gelingen wird, weil wir alle Voraussetzungen dafür haben, dass wir eine zukunftsfähige, liebens- und lebenswerte Stadt kreieren können. Wir sind es ja jetzt schon, es gibt aber einige Punkte, an denen wir noch ansetzen müssen. Das eine hast du schon genannt, Jochen, das ist die Wohnungspolitik, ganz klar. Es geht um bezahlbares Wohnen, es geht aber auch um Arbeitsplätze, es geht um das Thema Klimawandel, was ein ganz wichtiges ist, aber auch die Mobilitätswende. Wir haben ja einen sehr ehrgeizigen Masterplan Mobilität, den wir umsetzen wollen. Aber es geht auch um so Themen wie Bildung, dass junge Menschen auch bei uns in der Region haben, in Limburg die bestmögliche Ausbildung zu bekommen. Und da geht es natürlich auch um die Außenstelle der Technischen Hochschule Mittelhessen. Ja, vielen Dank für die knappe Übersicht, was deine Schwerpunkte in den nächsten 6 Jahren sein wird. Kommen wir jetzt zum Thema Wohnungspolitik und Bodenpolitik. Schon seit Jahren wird ja in der Bundesrepublik über fehlenden Wohnraum gesprochen, vor allen Dingen über bezahlbaren Wohnraum, wobei man bezahlbaren Wohnraum nicht so genau definiert. Man sagt ja, dass allerhöchstens 30% des Nettoeinkommens für die Wohnungsmiete bezahlt werden kann. Und das ist schon ein erheblicher Faktor, der bei vielen Arbeitnehmern schwierig wird, diese Miete bezahlen zu können. Auch hier in Limburg haben wir ja eine sehr starke Nachfrage nach Wohnungen. Und es gab ja vor Jahren eine Erhebung, die gemeinsam von der Stadt und dem Kreis gemacht worden ist. Sag doch bitte mal die wesentlichen Punkte aus dieser Erhebung, was das für Anforderungen in Limburg haben wird. Ja, wir hatten das vor einigen Jahren mit dem Kreis gemeinsam gemacht. Da gab es spezielle Kommunen, die herausgehoben wurden, wo ein Riesenbedarf in den nächsten Jahren für Wohnraum ist. Darunter fällt auch Limburg. Wir haben bis zum Jahr 2040 einen Bedarf an über 1.800 Wohnungen. Und das merken wir auch im täglichen Leben. Das merken viele Maklerinnen und Makler, aber auch natürlich die Kommunalpolitik, dass insbesondere bezahlbare Klein- und Kleinstwohnungen fehlen. Und da müssen wir ansetzen und ich denke, ich habe es eben schon mal kurz angestreift, wir haben da alle Voraussetzungen zu, weil wir noch über den Boden verfügen, den andere Kommunen nicht mehr haben. Und das war so mit der Anfang meiner politischen Tätigkeit in Limburg. Da haben wir für den Ankauf des Domänenlandes im Blumenrot gekämpft und ich denke, aus jetziger Sicht war das genau richtig. Wir haben da noch knapp 25 Hektar, die wir bebauen können. Aber es geht nicht nur um Blumenrot, sondern es geht auch um alle Ortsteile, Stadtteile, die wir bebauen werden, wo wir noch Möglichkeiten haben. Wir haben in Linter angefangen. Wir werden das auch in Nalbach fortführen, wo wir jetzt einen Spatenstich für das Gewerbegebiet und Mischgebiet im Merkel hatten. Und so werden wir das natürlich auch in allen anderen Stadtteilen prüfen. Und dafür haben wir den Masterplan Wohnen in Auftrag gegeben, sodass wir alle Aspekte, die modernes Wohnen, insbesondere auch Klima beinhaltet, beleuchten werden. Und ich glaube, da sind wir auf einem wirklich guten Weg und haben da ein tolles Büro gefunden, was hervorragend beleumundet ist aus Frankfurt, was uns dabei helfen wird.
Wir können ja in Limburg von Glück reden, dass wir einen SPD-Bürgermeister in den 90er Jahren hatten, der eine vorausschauende Politik in dieser Richtung geführt hat. Es ist unser verstorbener Bürgermeister Peter Arnold. Er hat damals das Thema Ankauf Blumenrot 5 und 6 oder Blumenrot insgesamt in den Bereichen vorangetrieben. Mit großen Widerständen musste er dieses Thema durchsetzen, was dann letztendlich auch gelungen ist. Und davon profitierst du natürlich heute, weil dieses Bauland, diese 25 Hektar im Eigentum der Stadt sind. Das ist ein großer Vorteil, der ja auch von unserem Nestor in der Wohnungspolitik und Bodenpolitik auf Bundesebene immer wieder zum Thema gemacht worden ist. Ich spreche von Hans-Jochen Vogel, der kürzlich verstorben ist und der dieses Thema immer wieder auf die Agenda gesetzt hat. Und er hatte dort klare Vorstellungen, wie man mit Bodenpolitik und Wohneigentum umzugehen hat. Und eines seiner klaren Themen ist, die Kommunen müssen Boden bevorraten und müssen alles tun, um Flächen zu erwerben. Und gibt es Überlegungen, neben Blumenrot 5 und 6 weiteres Bauland zu erwerben? Oder gibt es Überlegungen, wie geht man mit dem Bestand, den man hier an Wohnungen in Limburg hat, weiter um? Wie baut man das weiter aus? Wie saniert man überfällige rückständige Situationen in den Häusern? Was ist dort deine Vorstellung? Ja, ich habe das ja eben schon mal kurz angesprochen. Wir kaufen, was wir können. Wir haben zum Beispiel in Linter am Kehrberger Weg Grund und Boden erworben, weil wir natürlich, auch da schauen wir natürlich auf das, was uns Hans-Jochen Vogel hinterlassen hat, merken, wir brauchen den Grund und Boden, um gestalten zu können. Um gestalten zu können, brauchen wir aber auch eine moderne Form der Verwaltung der Wohnungen. Wir haben ja knapp 250 Wohnungen im städtischen Besitz mit dem Bürgerhospitalfonds. Auch da haben wir gemerkt, dass wir besser werden müssen. Und ich bin sehr froh, dass die Stadtverordnetenversammlung unisono gesagt hat, ja, wir wollen eine solche Wohnbaugesellschaft gründen, um da besser zu werden, um Bodenbevorratung zu betreiben, um auch selber wieder zu bauen. Und letztendlich, um dieser Preisspirale nach oben mal begegnen zu können, weil wir merken ja, die Preise für Grund und Boden auch in Limburg galoppieren nach oben. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass viele Investoren sagen, ich kriege auf der Bank nichts mehr, also kaufe ich mir lieber Grund und Boden und habe da sichere Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Da wollen wir ein Player werden, aber ich kann auch sagen, keine Angst, wir werden keine Luxussanierung machen, wir werden auch keinen überteuerten Wohnraum bauen, sondern man streitet sich ja viel, was bezahlbarer Wohnraum ist. Wir wollen uns da so ein bisschen an dem Programm vom Kreis orientieren. 6,50 Euro bis barrierearm etwas über 8 Euro und da wollen wir das am Markt anbieten. Und das Ziel der Stadt wird, denke ich, nicht sein, dass wir einen maximalen Ertrag dadurch beziehen werden, sondern dass wir einfach eine schwarze Null schreiben. Das muss möglich sein. Und ich bin überzeugt davon, dass wir da ein wesentlicher Player am Markt in Limburg sein werden und dass wir dadurch auch diese Preisspirale nach oben unterbrechen können und wieder dafür sorgen können, dass Limburger Bürgerinnen und Bürger auch zu normalen, anständigen Konditionen vernünftigen Wohnraum haben. Ja, zwischen 6 und 8 Euro Miete pro Quadratmeter ist ein sehr interessanter Wert und ich hoffe, dass das auch gelingt, durchzusetzen. Wir haben ja mittlerweile in Limburg, was meine Erfahrungen sind, in neuwertigen Wohnungsbau mittlerweile Mieten, die Entschuldigung, zwischen 10 und 12 Euro sich eingependelt haben. Und da kann man nicht mehr von bezahlbarem Wohnraum sprechen. Und der Grund, warum diese Mieten dann auch so hoch sind, liegt natürlich in dem hohen Bodenpreis begründet, den wir hier in Limburg mittlerweile auch haben. Und Hans-Jochen Vogel hat ja dann versucht, diesen spekulativen Charakter zu unterlaufen, indem er sagt, die Stadt soll sich Bodeneigentum anschaffen und nicht mehr aus der Hand geben. Und er hat dann das Thema Erbbaurecht ins Spiel gebracht. Wie ist deine Meinung zu diesem Komplex des Erbbaurechts? Kann man das auch hier auf Limburg, in Limburg umsetzen?
Das kann man sicher ohne weiteres tun. Wir machen das schon bei Gewerbeimmobilien, dass wir Erbbaurechte gewährt haben. Wir haben verschiedene Liegenschaften, die wir im Wege der Erbpacht angemietet haben. Das kann man auch unterverpachten. Das ist sicherlich ein guter Weg, auch zu sagen, man hat nicht extrem hohe Anfangskosten in der Finanzierung, sondern kann das bis zu 99 Jahren strecken. Und das halte ich für eine sehr vernünftige Sache. Natürlich ist es im Moment schwierig, man zahlt kaum Zinsen. Insofern sind die Leute natürlich im Moment daran interessiert, zu sagen, wir schultern jetzt zunächst mal die Investition, aber mittelfristig, wenn auch die Kreditzinsen wieder etwas steigen werden, ist das sicherlich ein sehr interessantes Instrument. Es gibt einen zweiten Aspekt, wie man der Bodenspekulation entgegenwirken kann. Und zwar wird das von der Stadt Ulm schon seit Jahrzehnten praktiziert, die ein Konzept haben, das auch auf den Ankauf von Boden hinausläuft, so wie das also auch Joachim Vogel anstrebt und wie wir es ja in Limburg realisiert haben. Aber gleichzeitig haben die ein Instrumentarium geschaffen, wenn die Kommune Boden dann an Investoren oder an andere Bodenerwerber verkauft, muss verhindert werden, dass ein Wiederverkauf stattfindet. Und da gibt es in Ulm das interessante Projekt, dass dann die Stadt, wenn ein weiterer Verkauf stattfinden kann, den Wiedererwerb des Grundstückes erzwingen kann und zu dem Verkaufswert, wie das Gelände an diesen Investor verkauft worden ist. Also nicht mit Ertrag oder mit Gewinn, sondern zu dem Verkehrswert, der dann festgestellt wird. Ne? Wäre das auch eine Überlegung, gerade bei Blumenroth 5 und 6, wenn dort Investoren, sagen wir mal, städtisches Grundstücke aufkaufen würden und wollen dort Gebäude errichten, dass man, wenn das nicht der Fall ist und das Grundstück weiterverkauft werden soll, diese Vorgehensweise in Limburg auch praktizieren kann? Wir machen das zum Teil in Verträgen ja schon, dass wir sagen, dann muss bebaut werden und dann muss da entsprechende gewerbliche Nutzung vorhanden sein. Es ist ein relativ schwieriges Instrument, weil ich natürlich auch Wertsteigerungen der Gebäude mit berechnen muss. Aber es ist sicherlich eine Möglichkeit, dass man sagt, wir haben da eine gewisse Sperre drin, dass da nicht alles spekulativ nach oben getrieben wird. Das sind sicherlich Ansätze, die wir uns auch in Limburg mal überlegen müssen. Aber am Anfang steht ja die Frage, wem veräußere ich den Grund und Boden? Ist das nicht vielleicht sogar die Stadt Limburg selbst, die dann Wohnraum schaffen wird? Und mein Ziel ist es schon, dass wir da noch ein paar Wohnungen, ich habe es ja eben schon erwähnt, wir haben so etwa 250 Wohnungen. Es ist handelbar und interessant, dass man bis zu 550 Wohnungen geht. Das sollte mittelfristig unser Ziel sein. Ich bin auch überzeugt davon, dass wir das mit einer entsprechenden Wohnbaugesellschaft sehr gut handeln können und dass wir über diesen Hebel sehr, sehr guten Wohnraum anbieten können, der kein Luxuswohnraum ist, aber wo sich auch junge Familien wiederfinden und sich wohlfühlen können. Und das natürlich auch, und das ist uns besonders wichtig, mit einem entsprechenden Drumherum. Keine Mietskasernen, nichts Überzogenes, viel Grün drumherum. Und ich habe eben schon mal erwähnt, unser Ziel muss es auch sein, dass wir die neuen Baugebiete auch entsprechend klimatechnisch so herstellen werden, dass wir auch den Anforderungen des Klimawandels gerecht werden. Stichwort Starkregenereignisse, Schwammstadt, Hitzesommer, das sind alles Themen, die müssen wir natürlich mitdenken. Und die denken wir auch im Moment in Blumenroth, wo wir ja den Bebauungsplan in Bearbeitung haben, schon mit. Eine weitere Frage in dem Zusammenhang dürfte ganz interessant sein. Wenn in dem neuen Baugebiet von Investoren Bauland aufgekauft wird und dort Wohnungen errichten, wie ist dort die Planung, wie man im Griff behält, dass das in das Gefüge des Gesamtkonzepts passt und auch die Sozialbindung gerechtfertigt wird oder berücksichtigt wird? Was sind da die Vorstellungen von dir? Ja, das wurde ja in der Vergangenheit leider nicht so praktiziert. Aber nochmal, als Stadt, die Eigentümer des Grund und Bodens ist, haben wir natürlich den Hebel, dass wir sagen, du bekommst den Grund und Boden nur, wenn du gewisse Bedingungen erfüllst. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir sagen, bis zu einem Drittel Sozialbindung im Wohnraum, das wäre wichtig, weil wir dürfen nicht vergessen, Großteil des Wohnraumes, der fällt ja aus der Sozialbindung in Zukunft weg.
Insofern müssen wir natürlich wieder dafür sorgen, dass wir auch mit Investoren entsprechend Wohnraum schaffen. Und da sagen wir dann halt, du verpflichtest dich einfach ein Drittel des Wohnraumes zu den Konditionen, die wir vorgeben, am Markt anzubieten. Das halte ich schon für einen sehr gangbaren Weg, weil wir werden nicht alle Wohnungen selber als Stadt bauen können. Eine weitere Frage in dem Zusammenhang ist mir sehr wichtig. Und zwar werden ja dann auch Infrastrukturmaßnahmen in den neuen Baugebieten notwendig. Das beginnt von den Straßen über vielleicht Kindergarten oder auch sogar eine Schule und andere öffentliche Einrichtungen. Inwieweit sind denn Investoren an den Kosten für diese Infrastrukturmaßnahmen zu beteiligen? Diese Überlegung gibt es ja auch schon in manchen Städten, dass man dort einen entsprechenden Aufschlag bei dem Erwerb der Grundstücke erwartet. Ja, bisher ist das ja nicht der Fall gewesen, aber natürlich muss man darüber nachdenken, wenn wir solche Verträge schließen, dass wir auch Investoren bei solchen Maßnahmen beteiligen. Das könnte über den Bodenpreis geschehen, das könnte aber auch über andere Nebenverträge geschehen. Da muss man sicherlich drüber überlegen, wie man das macht. Aber das probateste Mittel wäre es natürlich, zunächst mal über den Bodenpreis zu machen. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir dann immer noch wesentlich günstiger den Boden anbieten können, als das Private tun. Die Bodenrichtwerte sind doch wesentlich niedriger. Und nur so kann es uns ja auch gelingen, die eben angesprochene Spirale der Baupreise nach oben zu unterbrechen und wieder zu moderaten Preisen zu kommen. Insofern sind das sicherlich Maßnahmen, die man dann auch andenken muss. Das ist sehr interessant und ich bin gespannt, inwieweit man das realisieren kann. Wir stehen ja in Blumenroth 5 und 6 auch an der Bürgerinitiative entgegen, die nicht so begeistert ist über das Wohngebiet und es am liebsten verhindern würde. Und wenn wir jetzt bedenken, dass Wohnungsbedarf in Limburg vorhanden ist und dass das neue Wohngebiet auch unter Klimaschutzbedingungen sehr gut konzipiert worden ist, vielleicht kannst du da noch mal ein paar ausführliche Informationen geben. Wie schätzt du ein, dass man mit der Bürgerinitiative zu einer Lösung kommt, dieses Wohngebiet ohne größere Probleme oder auch unter Umständen gerichtlichen Auseinandersetzungen zu realisieren und welche Zeiträume hast du im Kopf? Ja, ich habe es ja eben schon mal erwähnt. Wir sind in der Bauleitplanung. Wir haben im Übrigen auch die Bürgerinitiative schon beteiligt. Die konnten auch schon Stellung nehmen. Das war ja auch im Kommunalwahlkampf, im Bürgermeisterwahlkampf das Thema. Wir werden sicherlich dazu kommen, dass wir schon bei der Oberflächenentwässerung sagen müssen, wir werden nicht mehr alles über Kanäle ableiten, Stichwort Starkregenereignisse, sondern viel auch oberirdisch. Wir haben ein modernes Mobilitätskonzept, dass wir sagen, wir wollen nach Möglichkeit nur einen Parkplatz vor den Wohneinheiten zulassen pro Wohneinheit. Der Rest über Sammelgaragen, über ÖPNV, über E-Carsharing und sonstige Dinge, die wir ja auch schon an anderen Stellen sehr erfolgreich eingeführt haben. Wir gehen aber auch so weit, dass wir sagen, okay, bei Gebäuden machen wir Vorgaben, wie das aussehen kann. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass wir so weit gehen und sagen, in Neubaugebieten ist dann halt eine PV-Anlage vorgeschrieben. Wir haben da sehr passende Konzepte und ich bin überzeugt, dass wir auch der Bürgerinitiative sagen können, der Vertrag, den wir mit dem Land Hessen damals abgeschlossen haben, vor über 20 Jahren, der sagt ja der Stadt Limburg, ihr müsst dort Wohnraum schaffen. Und da fühle ich mich schon dran gebunden, weil pacta sunt servanda, sagt der Jurist, Verträge sind einzuhalten. Und das nehme ich als Bürgermeister auch sehr ernst. Und ganz wichtig ist natürlich auch die Aussage, wir wollen ja nicht alles aufs Mal bebauen, sondern wir werden da mal mindestens 4 Abschnitte haben. Das ist auch in der Bauleitplanung eingepreist. Und ich kenne im Übrigen auch kein Neubaugebiet, wo wir schon im Vorfeld ein Verkehrsgutachten beauftragt haben für den Baustellenverkehr. Und das verkennt ja die Bürgerinitiative auch. Viele Mitglieder dieser Bürgerinitiative wohnen ja auch in großen Häusern. Irgendwie sind die ja auch mal entstanden. Und natürlich kann ich nicht sagen, ihr werdet ohne Lärm und ohne irgendwelche Emissionen die Häuser gebaut bekommen. Aber wir können sagen, wir machen das abschnittsweise, vernünftig, planerisch. Wir haben bewusst als Stadt auch gesagt, wir wollen nicht maximale Bauflächen rausholen,
sondern wir haben ja einen Grünflächenanteil von mindestens 50%. Im Übrigen haben wir auch so schon das angelegt, dass wir eine Kaltluftschneise haben, die bedient wird, dass sehr attraktive, tolle Grünanlagen sind, dass wir auch das Natura 2000-Gebiet möglichst weiten Abstand haben, dass es eine tolle Grünanlage wird. Wir führen ja den Stadtpark weiter und insgesamt wird das schon eine tolle Sache. Und ich bin überzeugt davon, dass der zukünftige Sigi-Wolf-Park dann auch eine ganz, ganz tolle Grünanlage wird, wo junge Familien, aber auch ältere Menschen sich wohlfühlen können. Und das ist eine wichtige Zukunftsfrage für eine Stadt. Und das Thema Wohnen, insbesondere bezahlbares Wohnen, ist eine ganz, ganz wichtige Fragestellung. Und ich bin froh, dass ich Bürgermeister von Limburg bin, wo gesagt wird, ihr könnt noch moderat wachsen. Ich will ja nicht uferlos wachsen. In anderen Kommunen wird gesagt, der Letzte macht das Licht aus, weil in diesem Zeithorizont bis zum Jahre 2040 wird anderen Kommunen kein Wachstumsbedarf attestiert. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, auch für die Attraktivität einer Stadt, dass man sagt, jawohl, hier wollen sich noch junge Familien ansiedeln. Hier wollen Leute nach dem Studium hin zurückkehren, die sagen, ich fühle mich in Limburg wohl, ich komme aus Limburg. Mir ging es auch so. Ich hatte natürlich Glück, dass ich jetzt eigenen Grund und Boden bebauen konnte oder sanieren konnte. Aber nicht alle haben das. Und ich kriege wirklich extrem viele Anrufe von jungen Familien, die sagen, Herr Hahn, wir würden gerne nach Limburg zurückkommen. Wir kommen aus Limburg, wir fühlen uns da wohl. Wir haben einen tollen Job. Was könnt ihr dann da für mich machen? Und die muss ich dann immer vertrösten und sagen, naja, das wird in den nächsten Jahren was. Aber du hast mich ja eben auch nach der zeitlichen Perspektive gefragt. Ich gehe mal davon aus, dass wir dieses Jahr in der Bauleitplanung gut vorankommen, sodass wir nächstes Jahr den ersten Abschnitt mal angehen können. Ja, kommen wir noch mal zum weiteren Thema, was bundesweit diskutiert wird. Und Vorreiter in dieser Frage oder Diskussion ist wieder mal der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Er hat also einen Aufschlag gemacht im letzten Jahr mit dem Thema Baugebot, was ja heißt, dass man brachliegende Flächen, die nicht bebaut worden sind von den Eigentümern bisher und die konzeptionell in die Stadtentwicklung reinpassen, dass den Paragraphen 176 im Baugesetzbuch anwenden kann. Und das Baugebot bedeutet, der Eigentümer bekommt die Aufforderung, entweder das Gelände zu verkaufen oder aber auch innerhalb einer bestimmten Frist eine Bebauung vorzunehmen. Ein höchst umstrittenes Verfahren, weil es ja da auch um Eigentumsrechte geht, in die man eingreift, aber durchaus eine interessante Perspektive. Und der jetzige Bundesbauminister Seehofer hat ja in dieser Richtung auch schon weitergearbeitet und da gibt es auch schon entsprechende Empfehlungen. Wäre sowas auch, sagen wir mal, für Bereiche in Limburg, die brach liegen, eine Perspektive für dich als Bürgermeister? Oder hast du da andere Vorstellungen, wie man mit brachliegenden Geländen, die bebaut werden können und vielleicht auch zu spekulativen Zwecken benutzt werden, zu verhindern, dass dort also keine Bebauung erfolgt? Also ich bin kein Freund von Zwang. Das ist auch juristisch nicht so ohne. Ich bin ja selber Jurist und weiß, welche Implikationen das haben kann. Ich fände es besser, wenn wir Anreize schaffen. Wenn zum Beispiel eine Familie sagt, das ist jetzt für die Kinder oder Enkel das Grundstück, die sind aber erst in 10, 15 Jahren so weit, dass man dann sagt, okay, können wir vielleicht was anderes anbieten oder gäbe es da eine Möglichkeit, dass wir dort ein Mehrfamilienhaus bauen und dann für die Kinder oder Enkel dort entsprechenden Wohnraum vorsehen. Ich finde den Gesetzgeber insofern, der hat klug gehandelt, indem er gesagt hat, wir machen den Weg für eine sogenannte Grundsteuer C frei, sodass wir natürlich dann bei brachliegenden Grundstücken auch sagen können, wir machen so eine gewisse Wertabschöpfung. Das wird natürlich bei dieser Grundstückspreisentwicklung nicht immer 1:1 aufgehen, aber wenn die Stadt dadurch partizipiert, dass wir an jedem Grundstück, was brach liegt, auch einen Betrag X einnehmen, ich denke, das Geld könnten wir sehr gut dann auch in unsere Wohnbauprojekte investieren. Ich glaube, wir sind gut beraten, erstmal als Stadt, als Player wieder an den Markt zu gehen und zu sagen, okay, wir machen das mal vor. Wir möchten aber auch alle animieren, es uns gleich zu tun. Und ich bin schon überzeugt, dass wir da entsprechende Anreize schaffen können.
Weil der Wohnraum muss ja nicht nur zweckmäßig sein, sondern wir müssen natürlich auch die Aspekte Klimaschutz, Mobilität und so weiter betrachten. Und das wird sicherlich eine große Aufgabe sein, aber als Stadt müssen wir dann halt auch mit Rat und Tat auch den jungen Familien zur Seite stehen. Es geht sicherlich auch darum, dass man sagt, wir beraten dann, wie sieht's aus mit der Umwandlung von Gewerberaum in Wohnraum. Das geht aber auch nur begrenzt. Oder dass wir sagen, wie können wir euch beraten bei der Sanierung von Bestandsimmobilien. Da müssen wir uns sicher auch Know-how schaffen. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass wir das über eine passende Wohnbaugesellschaft ganz gut abwickeln können. Ja. Die von dir erwähnte Abschöpfung ist ja auch ein Thema, was Hans-Jochen Vogel in seinem Büchlein, was sehr interessant ist zu lesen, beschrieben hat. Er hat das ja dann teilweise auch schon als Oberbürgermeister in München durchgesetzt und praktiziert. Aber ich komme jetzt zum Abschluss nochmal auf Hans-Jochen Vogel insofern zurück. Er hat in einem sehr interessanten Interview in der Zeit in 2019 gesagt, Wohnen ist ein Menschenrecht, und hat sich dabei bezogen auf die UN-Menschenrechtserklärung von 1948. In dieser Erklärung ist dieser Satz vermerkt. Und ich verweise mal auf die Geschichte der SPD. Die SPD hat ja im Rahmen der fortschreitenden Industrialisierung im 19. Jahrhundert und auch im 20. Jahrhundert das Thema Wohnungsbau sehr stark forciert. Es ist ein ursozialdemokratisches Thema. Und wenn man das von den Anfängen her betrachtet, hat die SPD immer auf das Recht gepocht, anständiges Wohnen zu gewährleisten. Das war ein zentrales politisches Thema. Und Vorreiter war auch die Sozialdemokratie in Wien, die dort Hervorragendes geleistet hat, von denen also heute noch viele Bewohner, die in Mietshäusern, das ist ein ganz hoher Anteil an Mietshäusern in Wien, kostengünstig wohnen können. Ich sehe, du fühlst dich oder du bist im Prinzip in diesem Reigen einzureihen als Limburger Bürgermeister, diese sozialdemokratische Position und sozialdemokratische Historie fortzusetzen. Und ich wünsche dir viel Glück dabei. Und ich bin davon überzeugt, dass wir hier in Limburg mit dir, was das Thema Wohnungsbau und Bodenpolitik angeht, auf einem guten Weg sind. Und ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, ich danke auch dir ganz herzlich. Das schmeichelt mir natürlich ungemein, mich mit solchen Städten da einreihen zu dürfen. Aber vielleicht am Ende von mir auch noch der Hinweis, derjenige, der das sehr erfolgreich auch in Hamburg gemacht hat mit der SPD, das ist der Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Und insofern vielleicht von mir auch noch der kleine Tipp, wer Olaf Scholz wählt, wählt auch bezahlbaren Wohnraum. Vielen Dank.